Einen wunderschönen guten Tag, Freunde chinesischer Smartphone-Kunst. Ich grüße euch. Ich habe heute ein neues Juni-Herz für euch. Diejenigen, die meinen TikTok-Kanal abonniert haben, die kennen das auch schon. Ich glaube, ich habe auch YouTube-Short darüber gemacht. Heute werden wir es uns aber im Detail anschauen. Es ist das TikTok S. Das TikTok habe ich euch schon vorgestellt. Das TikTok S, das ist neuer. Es ist günstiger, kommt mit anderen Optik daher. Ist jetzt also wesentlich eckiger als vorher. Wir haben den gleichen SoC, den Dimensity 700. Mehr Speicher mit 8 GB Arbeitsspeicher und 256 GB UFS 2.2 Festspeicher. Wir haben eine andere Kamera. Die löst jetzt höher auf mit 64 Megapixel, flankiert von einer 2 Megapixel Makrokamera und in der Mitte befindet sich ein Display. 1,3 Zoll LCD IPS mit einer Auflösung von 360x360. Sieht eigentlich aus, als hätte man hier ein Smartwatch Display verbaut. Das Hauptdisplay, das misst 6,53 Zoll, löst mit 2340x1080 auf, ist LCD IPS mit 60 Hertz und während der Vorgänger von Corning Gorilla Glas geschützt wurde, wird das TikTok S von Panda Glas geschützt und zwar Panda MN228. Kennt jeder! Wir haben Bluetooth 5.3, NFC, Wi-Fi, ABGN und AC 2,4 und 5 GHz, 4G inklusive Band 20 sowie auch 5G. Fingerabdruckscanner, den gibt es im Rahmen unter dem Power-On-Taster. Wir haben zwei belegbare mechanische Tasten, geladen wird über USB-C mit maximal 30 Watt und der Akku misst 5200 mAh. Ja, wir haben auch noch eine 32 Megapixel Frontkamera in einer Punch-Hole. Brauche ich eigentlich nicht zu erwähnen, denn wir können uns selbst mit der Hauptkamera fotografieren über das Display. Passt auf, da kann ich ja so rumswipen. Jetzt sehe ich allerdings selber nichts, aber der Kompass, hier ist die Kamera einmal angetippt und da bin ich auch schon. Das macht natürlich die Frontkamera irgendwo überflüssig, Freunde. Bin ich ein riesen Freund von. Ein zweites Display kann ja auch ein kleines sein, wie hier bei dem TikTok auf der Rückseite. Machen viel zu wenig Hersteller. Xiaomi hat es mal gemacht, hat es wieder rausgenommen, Freunde, ich verstehe es nicht. Aber offensichtlich wollen es die Leute so. Das TikTok S, man sieht es ja auch schon, das ist ein Outdoor-Smartphone. Nun ist es schockresistent, ne? Wir haben ein wesentlich stabileres Gehäuse mit sehr, sehr viel Material. Dadurch ist es natürlich auch wieder schwerer und dicker. Und es ist nach IP68 wasser- und staubdicht. Schauen wir uns dann erstmal hier den Lieferumfang noch an. Ne, das Telefon habe ich schon komplett durchgetestet. Mysteriöser Brief. Da haben wir eine Schutzfolie dabei, ist kein Tempered Glass. Da ist auch schon eine Schutzfolie aufgetragen. Wir haben noch gebraucht. Anweisung auch auf Deutsch und eine SIM-Nadel. Ich habe den Preis überhaupt gar nicht genannt. Kann man im Moment direkt bei Juniherz für $270 bestellen. Das Juniherz TikTok, also den Vorgänger, gibt es für 250 € bei Amazon. Das TikTok S allerdings im Moment noch nicht. Müsst ihr also, wenn ihr es wollt, beim Hersteller bestellen. Hier haben wir ein Ladegerät mit maximal 33 Watt. Sehr gut. USB-C im Übrigen. Und hier haben wir einen Adapter von USB-C auf Klinke. Ja, wir haben offensichtlich keinen Klinkenanschluss. Und ein USB-C-Kabel ist natürlich auch dabei. Lol, hier ist noch eine Höhle drumherum. Das habe ich gar nicht geblickt. Freunde, so sieht das Telefon eigentlich aus. Immer noch dick und schwer. Aber man kann es halt noch dicker und noch schwerer machen halt mit dieser Hülle. Ist beim Outdoor-Smartphone wirklich nur optional. Ist für diejenigen, die wirklich alle Telefone klein bekommen. Ist ein typisches Outdoor-Smartphone vom Design her. Wir haben ein paar Zierelemente soweit eigentlich auch ganz vernünftig gemacht. Die Tasten sind hier rot markiert, zumindest die frei belegbaren. Auf der rechten Seite haben wir den Power-On-Taste, der gleichzeitig auch der Fingerabdruckscanner ist. Drüber zwei getrennte Lautstärke-Tasten. Schöne Metallapplikationen. Tasten sitzen soweit auch ganz gut im Gehäuse. Lediglich die frei belegbaren Tasten, die klappern ein wenig. Drüber ist der SIM-Schlitten, muss man hier mit einer SIM-Nadel rausholen. Hier haben wir immer allerlei Schrauben. Die Geräte sollen ja auch möglichst männlich sein und Schrauben sind nun mal männlich. Wir haben auf der Rückseite hier Sensorik offensichtlich, könnte aber auch ein zweites Mikrofon sein. Oh, wir haben Infrarot, hallo. Hier die zwei Kameras, die Hauptkamera und natürlich die Makrokamera und hier eine der frei belegbaren Tasten aktiviert das Display, sehr gut. Da kann ich mir ja die Uhrzeit anzeigen lassen, mal schauen, ob ich hier das Watchface ändern kann. Das kann ich bestimmt ändern. Dann kann ich die Musikplayer hier easy steuern, hier habe ich einen Kompass und hier ist eben die Kamera. Außerdem erwartet uns dann auch wieder die Uhr, im Übrigen hier auch mit Akkuanzeige und die Kamera einfach nochmal antippen und schon ist sie gestartet. Hier kann ich es auslösen. Das geht natürlich auch mit den Lautstärketasten, da kann ich die auch damit auslösen. Ich kann sogar die Frontkamera auswählen, das macht natürlich nicht so viel Sinn, aber es geht. Ich kann in die Galerie, jetzt kann ich mir meine Fotos angucken. Ich kann nicht in den Videomodus wechseln. Das ist ein bisschen irritierend. Aber hin wie her, ne, zweites Display auf jeden Fall hocherotisch. Hier habe ich noch den LED-Flash. Der musste jetzt so ein bisschen verschoben werden. Auf der unteren Seite haben wir noch einen USB-C-Anschluss unter einer Kappe, damit das auch schön wasserdicht ist. Und das Mikrofon selbstverständlich. Schalten wir es mal an. Und schauen uns mal das Hauptdisplay an, Freunde. Hat ja auch einiges zu bieten. Also die Farbwiedergabe ist fantastisch. Ne, kommt ja schon an der AMOLED-Panel ran. Wir haben ja auch hervorragende Blickwinkel. Auflösung ist halt Full HD+. Habt ihr ja schon gemerkt. Maximale Display-Helligkeit, da kommen wir hier auf über 600 Lux. Und das ist hier ein Outdoor Smartphone, beziehungsweise für ein Smartphone allgemein, vor allem aber in dem Preisbereich, richtig gut. Da müsst ihr also euch keine Gedanken darüber machen, dass die Sonne euer Display überblendet. Also mit dem Display hat ja auf jeden Fall Juniherz alles.
alles richtig gemacht. Als Betriebssystem läuft ja Android 12, großen Ganzen in der Stock-Version. Sicherheitsupdates immer 5. Dezember 2022, hängen wir jetzt also schon knapp ein halbes Jahr zurück. Inwiefern ihr Uniherz liefert, das weiß ich nicht. In der Regel in dem Preisbereich ein Jahr. Es gibt eine eigene Aktualisierungs-App und die sagt, darum mein System ist aktuell. Gesten sind eingestellt, funktionieren auch soweit hervorragend. Stock Android bedeutet ja Google Feeds, Desktop-Seiten, App-Drawer, keine Bloatware, nur Google Apps und Android-Apps. Guten Werkzeugkasten, den gibt es ja, aber den gibt es ehrlich gesagt immer an der Outdoor-Smartphone und der ist auch durchaus sinnvoll. Hier finden wir zum Beispiel den Schrittzähler oder eine Lupe. Ja, eine Lupe, da wird auch bloß dann die Hauptkamera dafür verwendet. Unterwasserkamera können wir hier nutzen, gerade im Zusammenhang mit den belegbaren Tasten, auf jeden Fall sinnvoll. Taschenlampe finden wir ja auch, finden wir natürlich auch in den Schnelleinstellungen. Ja, hier mit den LED-Flash. Der Dimensity 700. Bei uns kein Unbekannter. Ja, leistet hier so auf Höhe von G99 Tra 35.498 Punkte im AnTuTu 9.5.6. Hier aber im Gegensatz zu den G99 eben auch mit 5G-Unterstützung. 4 Grad Temperaturerhöhung, das ist okay. 2% Akkudrop, dazu kommen wir gleich. Das ist auch okay. 704 im Single-Core und 1980 im Multicore von Geekbench 6. Lese- und Schreibwerte vom internen Speicher. Lesewerte sind enorm. Wir haben UFS 2.2. Speicher, die Lesewerte, irgendwie ein bisschen niedrig, keine Ahnung warum. Ja, Block 3.0 Battery Life Test, 20 Stunden und 11 Minuten, da läuft der PC-Marke Performance Test, den ich an der Stelle übrigens vergessen habe. In Endlosschleife, bis der Akku runter ist, bei 100 Lux, fest eingestellten Display und 50% maximaler Lautstärke. Das ist nicht der stärkste Wert, den wir jemals gesehen haben in einem Outdoor-Smartphone. Da bewegt sich das Gerät eher im Mittelfeld für ein Smartphone, aber allgemein ist das ein Top-Wert. Damit könnt ihr ungefähr 2 Tage arbeiten oder dass euch der Sprit ausgeht. Wir haben eine Gerätestärke von 14,3 mm und ein Gewicht von 294 Gramm und auch das bewegt sich im Mittelfeld. Also ihr wisst ja, dass eine höhere Akkukapazität auch mal höheres Gewicht und eine höhere Gerätestärke bedingt. Kamera, da blende ich euch mal ein paar Bilder ein. Hier mit dem 64 Megapixel Hauptsensor geknipst und ich muss sagen, die können auf jeden Fall richtig gut performen. Farbwiedergabe ist konstant, also der Weißabgleich ist zuverlässig. Der Autofokus ist auch schnell und zuverlässig. Diesbezüglich alle Bilder hier mit einer gleichbleibenden Qualität. Die sichtbare Schärfe ist gut, die Wiedergabe der Farben ist auch gut. Alles schön scharf und knackig. Dank der hohen Auflösung von 64 Megapixel, also 9216 mal 6912, die wir auch einstellen können, allerdings nur manuell im Einstellungsmenü. Kann man auch mal reinkroppen. Voreingestellt sind 16 Megapixel, sollte man also sich dessen durchaus bewusst sein. Richtig, Tele haben wir natürlich nicht, Ultraweitwinkel haben wir leider auch nicht. Wir haben da stattdessen die Makrokamera. Die Ergebnisse sind dann aber eher schlecht und unterscheiden sich auch optisch auch kaum von den Fotos der Hauptkamera, wenn man halt reinkroppt zum Beispiel. Die ist da eigentlich erzierte, zumal auch der Weißabgleich furchtbar eingestellt ist. Die Hauptkamera liefert auf jeden Fall richtig vernünftige Qualität ab, die Makrokamera eher nicht. Was die Videos angeht, da können wir mit 2K bei 30 FPS filmen. Stabilisiert ist der ganze Spaß nicht, zumindest nicht optisch. Ich habe aus Jux mal EIS, also die elektronische Bildstabilisierung, habe ich mal ausgewählt. Das ist alles noch so gut digital und funktioniert eigentlich beim Video auch ganz gut. Allerdings ist dann die Videoqualität furchtbar. Also das ist alles unscharf wie Sau. Wenn ich ohne EIS filme, die Videos sind wesentlich schärfer, sehen sogar richtig gut aus. Also hier entweder Gimbal oder ruhige Hand, dann kann man damit auch vernünftige Ergebnisse erzielen. Das Spiel läuft zwar nicht, war es halt 9. Der Sound, ehrlich gesagt, richtig gut. Wir haben zwar nur Mono und der ist auch ungünstig platziert, ne, auf der unteren Seite. Gerade bei weichen Oberflächen decke ich den ab. Es geht aber. Habe ich schon schlimmer erlebt, aber der klingt echt nice. Das ist schön laut auf jeden Fall, verzerrt nicht so krass. Wir haben ein bisschen Tiefen. Also in dem Preisbereich zufriedenstellend. Asphalt 9 läuft natürlich absolut sahnig. Multitouch-Test. 5 Punkte dann Schluss. Okay, ja, funktioniert wenigstens astrein, aber manchmal ja auch Probleme, wenn das Gerät auf dem Tisch liegt. Und machen wir nochmal so einen kleinen LCD-Test. Jetzt sehen wir auch das Display-Body-Verhältnis ganz gut. Und das ist für ein Outdoor-Smartphone richtig gut. Ja, das oben die Stirn, nenne ich jetzt mal, die ist super schmal, unten das Kinn. Und ist nicht ganz
proportional, aber sieht schon nicht schlecht aus. Also auch vom Design her, ne, wer halt da echt Wert drauf legt, da ist jetzt hier mit dem TikTok S auf jeden Fall ganz gut bedient. Sieht ja schon mal nice aus auf der Rückseite mit dem zweiten Display und hat man halt hier dann auch noch das gute Display-Beide-Verhältnis und die Frontkamera in der Panschur. Kann sich alles schon sehen lassen. Schön. Das war's dann zum Uniherz. TikTok S ist ja auf jeden Fall ein würdiger Nachfolger. Eigenartigerweise ein bisschen günstiger als der Vorgänger, aber mit definitiv besseren technischen Daten. Der Speicher ist besser und wir haben eine höher auflösende Kamera als bei dem alten Modell und wir haben auch ein besseres Display-Body-Verhältnis. Das ist aber auch der Bauform geschuldet. Jetzt ist es eher kantig. Vorher hatten wir noch so ein bisschen ausgeprägtere Formen gehabt. Ich verlinke euch mal unten in der Videobeschreibung direkt zum Hersteller. Früher oder später wird es das bestimmt auch bei eBay und Amazon geben. Ich bin da soweit zufrieden. Konnte jetzt hier auch keine Mängel irgendwie feststellen. Funktioniert alles so, wie es soll. Deutsche Systemsprache ist einstellbar, LTE-Band 20 ist verfügbar, der Google Play Store ist vorinstalliert, also hier auch in Deutschland problemlos einsetzbar. Ich danke euch immer fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns zum nächsten Video wieder. Abonniert meinen Kanal, falls ihr neu hier seid. Ihr könnt auch unten in der Videobeschreibung schauen, gibt es die Möglichkeit, mich zu unterstützen. Und ihr findet auch meine anderen Social-Media-Auftritte, zum Beispiel TikTok. Da habe ich das mich mal geunboxt, vorher schon. Bis dahin, ciao.